du Scheiße. Herzlich willkommen zurück zu Far Cry New. Du hast nicht wirklich jetzt das Einhorn-Ding. Natürlich, natürlich. Ich vor allem das Horn. Das Horn, das wackelt so komisch. Oh Gott. Jo, genau. Was waren wir? Was haben wir letzte Folge gemacht? Letzte Folge haben wir. Was haben wir gemacht? Expedition, glaube ich, war das, ne? Ja, genau, doch. Der. Roger. Nee, dieses Flugzeug. Achso, die Expedition. Genau. Ich glaube, das haben wir auf der Karte überhaupt noch so ein bisschen eine Hauptmission eigentlich so nebenbei. Also, wir haben auf jeden Fall die ganzen Dings durch hier auf jeden Fall. Die Außenposten, alle komplett durch. Hauptmission hätten hier oben einmal New Eden. Falls du mal wieder Bock auf eine Hauptmission hast. Oder wir machen noch, machen wir mal Hauptmission wieder. Doch, machen wir Hauptmission. Weil wir jetzt nochmal so eine Nebenmission möchte ich jetzt eigentlich gesagt nicht machen. Das heißt, wir machen eine Hauptmission. Ich porte mich mal ganz kurz zum Wasserloch. Für ihn? Ja, doch, zum Wasserloch, genau. Hm? Das ist, glaube ich, das Einfachste. Genau. Von der Insel aus müssen wir wieder ein Boot nehmen. Mhm. Genau. Naja, man kennt ja unsere Vorgeschichte mit Booten. Ich bin nicht gefahren. Boote, das ist aus How I Met Your Mother. Genau. Die Anfang von Robin. Was ich auch übrigens geil finde, so nebenbei gerade, wo wir irgendwelche Serien gerade sind, Two and a Half Men, die planen wieder eine Serie, die Fortsetzung mit Charlie, ne? Dass er wieder zurückkommt. Ehrlich? Ja, ich hab's so gelesen. Oha. Das fände ich cool. Das wäre ja richtig genial. Ja. Das fände ich sogar cool. Ja, aber gut, ich weiß nicht, die sind ja mittlerweile auch ein paar Jährchen gealtert. Gerade ja, der von der Ellen. Könnte nett werden. Hm. So, dann müssen wir jetzt irgendwie mal. Ah, genau. Wir hätten auch so ein Auto was bauen können. Ich hab ein Auto gespawnt. Ja. Das gerade am Sabotieren. Upsi. Nein, ich habe nichts gemacht. Ich wollte was ausprobieren. Ich habe eine Falle gelegt. Ich wollte gerade aussteigen, da sind hochgegangen. Ich habe dieses Ratschengeräusch gehört. Hautschiss. Wo ist er da hinten? Dafür fährst du jetzt. Dein schlimmster Alter muss fahren, du musst fahren. Nö. Nö. Was spawnt nicht möglich, ich bin wieder im Weg. Ich nicht, aber das Auto, das fuckt noch, glaube ich. Oh. Ja, schade, wir müssen mal laufen. Nee, jetzt ist. Schade. Ja, dann fahren wir. Nö. Wir bleiben jetzt hier. Komm nach vorne. Nur dann einmal kurz hoch. Jetzt was. Sieht das Auto halt aus, hätte. Vor allem, hast du nicht auch den Mechaniker geskillt? Mittlerweile? Boah, kann sein. Ja, dann haben wir nämlich zwei Leute, die im Auto sitzen, die das Auto reparieren, nur wenn sie drin sitzen. Das ist schon mal sehr hilfreich. Nee, ja, warte mal, hab ich Mechaniker? Ja, ich glaube, der Skill heißt irgendwie Mechaniker oder sowas. Das ist, auf jeden Fall bewirkt der, dass du, wenn du im Auto sitzt, dass das Auto sich von selber repariert. Also, ja, Mechaniker, ja, der ist geskillt. Ich habe, glaube ich, fast alles genug. Mittlerweile, mir fehlt nur noch der Naturliebhaber. Ansonsten habe ich alles zumindest mal einmal durchgeskillt. Ja, mir fehlen noch 4 Punkte. Ja, wir müssen mal wieder zwischendurch auch ein paar Außenposten, du brauchst ein paar Skillpunkte definitiv. Ja, aber können wir schon hin. Und wenn wir Außenposten auf Level 3 erobern, kriegen wir immer 3 Skillpunkte, jedes Mal, wenn wir das machen. Und wir haben auch noch ein paar Schatzsuchen offen, die sollten wir dann auch mal. Ja, sollten wir auf jeden Fall machen.
Ja, die ganzen Expeditionen müssen wir auch noch auf 3 machen. Oh ja, das auch noch. Also, wir haben noch viel zu tun. Wir können uns auf einiges freuen. War nur ein Level 2er Highwayman. Gut, im Idealfall kommt jetzt ein Dings entgegen noch. Ein Gefangenentransporter. Ja. Geisel. Ich fahr direkt bis vor die Tore von New Eden. Das war ja quasi. Mach uff! Dann geht's jetzt los. Zurück in New Eden. Zum zweiten Mal. Mal gucken, ob man es diesmal reinlässt. Und ich habe einfach einen Einhornanzug an. Er lässt es rein. Der Mann mit Maske. Hey, warum hast du eine Maske auf? Da liegt kein Stroh rum. Bestimmt irgendwo das New Eden. Die haben bestimmt irgendwo Stroh liegen. Irgendwie kennt jeder diesen Satz. Ja. Alter, du mit der Meinung. Das nimmt die ganze Dramatik aus der Sache raus, ne? Ja. Komm, ich zieh mich für die Mission eben um, das ist, ich fühl mich unwohl. Nach dieser Mission werde ich sofort mich wieder umziehen, aber um das ist es der Dramatik willen. Es ist tatsächlich so unpassend gerade. Ja, das ist es einfach. Das tut mir leid. Ah, ist gut, passiert. Ein bisschen Spaß muss ja manchmal sein. Partycrasher. Ja. Danach zieh ich sofort wieder an, liebe Zuschauer. Wie versprochen. Aber. Hast du es ausgezogen? Ah. Ja, okay. Ich mach mein normales Outfit wieder an. So, dann Rainer. Als ich dachte. Das gleiche gilt wohl auch für mich. Wenn du den alten Mann sprechen willst. Nun. Also, hast du das Buch? Weißt du, was das ist? Das Wort Josephs. Seine Lehren, seine Führung, seine Weisheit und sein Wahnsinn. Ich habe überall danach gesucht. Joseph sagte, dass derjenige, der es findet, von Gott zum Herrscher von Eden erwählt wird. Und du bringst es uns zurück. Nicht ich. An mich haben sie sich gewandt, als er Richtung Norden verschwand. Ich war es, der die Familie zusammengehalten hat. Mich wählten sie zum Anführer. Ich habe sie vor den Heuschrecken und den Schlangen beschützt. Ich habe uns alle hinter diesen Mauern am Leben gehalten. Nicht der alte Mann, ich! Vater wollte ein Paradies erschaffen, aber als es schwierig wurde, lief er davon. Du kamst, um ihn um Hilfe zu bitten. Aber Joseph ist tot. Niemand hier möchte es zugeben, aber es ist die Wahrheit. Unsere Familie glaubt immer noch an ihn und wird nicht aufhören, an ihn zu glauben, bis sie endlich alle verstehen, dass er nicht der Messias war. Er war nur ein Mensch. Sie müssen es selbst sehen. Bring mir einen Beweis für seinen Tod. Dann helfe ich euch. Aber New Eden wird nicht zulassen, dass du nach Norden ziehst, bevor du die Flamme entzündet und dich als würdig erwiesen hast. Alle kennen das Zeichen. Sie werden dich zur Flamme führen. Okay. Ich hoffe, der Kerl ist gesund.
Wäre blöd jetzt. Jetzt ist so, ja gut, der hatte sie ja nur das auf die Stirn geschmiert. Der hat sie ja quasi nicht in irgendwelche Körperöffnungen geschmiert. Ja, aber stell dir vor, das läuft uns in die Augen. Ich weiß, wer du bist. Das wäre doch eklig. Sprich mit dem Mitglied von Nivriden, das heißt da hinten hin. Ich erkenne das Zeichen an dir. Ethan hat dich als eine gezeichnet, die Flamme des neuen Edens erneut entzünden will. Die Banditen, die uns das Land abgenommen haben, haben sie gelöscht. Sie befindet sich am Fuße der gefallenen Statue von Joseph, die ein Sünder vor vielen Jahren zum Einsturz brachte. Dort ist eine Gruppe Auserwählter. Sie werden dir helfen. Sorry, Bruder. Ich wollte irgendwie mal von wir waren das, ne? So, wir sollen das Anwesen verlassen, aber das ist eine leichte Mission. Das können wir. Oder? Hier liegen übrigens noch so Teile, so nebenbei. Da wollte ich noch vielleicht mal einsammeln. Ja, das würde wäre ich gerade mal dafür. Insgesamt 6 Stück, ich habe schon eins. Hier ist das zweite. Weil wenn ich schon mal so hier bin, dann möchte ich das gerne auch nutzen. Ja. Wer weiß, wann wir nächstes Mal die Chance dazu haben. Richtig. Da liegt das dritte. Wie viele sind das? 6. So, 2, 2. Da liegt das vierte. Heute danke ich Gott für seinen Segen und seine Gaben. So. Das Gute ist, die blinken irgendwie. Das heißt, man sieht die zumindest. Ist egal, da ist noch eins. 3, 4. Wo hast du noch eins gefunden? Hier oben ist noch eins. Guck mal gerade. Ich habe erst 3 Stück. Ja, im Haus sind 2 an dem Eingang. Da ist das nächste, genau. Ich glaube, im Haus sind 2 oder 3 hinten. Du müsstest neben den beiden Personen müsstest du jeweils eins finden. Echt? Ja, ich glaube schon. Ja. Und nee, hinter dem Haus müsste noch eins. Ich glaube, hinter dem Haus müsste auch noch eins liegen. Ein Bruder sagte neulich dasselbe. Nee. Vielleicht in der Hütte. Ja, in irgendeiner Ecke müssen wir uns nicht. Ich sehe nur gerade das Sitze. Oder habe ich jetzt gerade. Vielleicht habe ich die doch schon alle, aber ich meine, ich habe nur 3 Stück gezählt. Hier ist noch ein. Ich stunde deine Anwesenheit. Hammer, wie dreist. Dachte ich zu mir, so. Stunde deine Anwesenheit. Fürs Erste. Vor allen Dingen. Wie, vor allen Dingen daran zu hängen, fürs Erste, wie dreist. Ja. Da unten blinkt was, nee, das ist auch ein Busch. Ja, das habe ich gerade geholt. Dahinter steht irgendwo noch ein Sack. Ja, hier ist ein Sack. Egal, Fisch, habe ich die doch schon alle. Ja, mir fehlt leider eins noch. Das ist das Problem mit der Sache. Okay, dann können wir noch weiter so. Ich dachte, du hättest dich schon alle. Nee, leider nicht. Hier ist noch mein Sack. Da blinkt auch was. Hier liegt ein Zettel. Hier ist ein Brief. Ah, doch, das ist Zahnräder. Die auf dem Baumstumpf hier hast du bestimmt, ne? Welches? Die hier. Ja. Habe ich mir gedacht. Wo ist denn das eine Ding noch? Manchmal. Judge hat echt Probleme mit seiner Atmung. Weil der da vorher verschnitt. Was ist denn der Ei? Was ist denn das eine Ding noch hin?
Kinder von den Hyänen sind viel freundlicher. Sagen wir ins Hai und nicht, dass wir uns nur dulden. Sicher, dass hier noch eins fehlt. Hier liegt ja, ich hab 5. Das ich ist... glaube, ich habe auch mittlerweile 5. Das liegt bestimmt in irgendeiner versteckten Ecke. Wenn, das liegt irgendwo voll auffällig rum. 100%, also das heißt 100%. Hm. So sicher bin ich mir da nicht, aber das liegt bestimmt irgendwo voll auffällig rum. Wir sind da schon 30 Mal dran vorbeigelaufen. Wahrscheinlich, ja. Gerade das 31. Mal. Wir sind die ganze, ich will die Säcke jetzt gerade. Ich habe schon 4 davon so gefunden. Ja, ich auch massenhaft schon. Ich sehe nur gerade nicht, was zu Dingen. Hier ist noch ein Sack. Okay, Nuiden, sollte man darauf achten, was die sagen. Gott hat eines mir gesagt, wir werden sehen, was Gott zu dir sagt. Hi. Wir werden sehen, was Gott sagt. Sehen, sagt. Läuft bei euch, Nuiden. Erstmal ernsthaft, hier liegt nirgendwo mehr was. Wo ist Timber, wenn man den mal braucht? Der markiert ihn nämlich immer so schön. Keine Ahnung. Meine Leute fangen an, über dich zu reden. Ich frage mich. Ach, ich will echt dieses eine Ding noch und ich weiß nicht, wo es ist. Ich ärgere mich gerade. Ich will das haben. Weil dann haben wir Nuiden nämlich abgeschlossen. Ich habe da jetzt wieder Vorteilspunkte, wenn wir alles finden. Es muss ein Zahnrad sein. Wo ist es denn? Also fast alle lagen auch draußen. Es kann ja nicht sein, dass hier irgendwo, dass nirgendwo dieses verstuchte Zahnrad liegt. Das ist schon bald unmöglich. Schon verbuggt. Kann sein. Ja, bei mir hat es ja auch funktioniert. Ich hab's ja auf 100%. Also, die Sammelsachen zumindest. Hm. Boah, da hinten blinkt was. Wo? Ich hab's ja gefunden. Ich hoffe, du hast ihn noch nicht. Warte hier mal. Auf den Felden. Genau vor meinen Füßen. Nee, hab ich schon. Nein! Du hast das 6.
Du hast alle jetzt. Nee, weiß ich nicht. Ich kann sein, dass ich mich verzählt habe. Vielleicht habe ich auch erst nur 5. Es wird dir angezeigt. Mir wurde das nicht angezeigt in deinem Spiel. Wahrscheinlich, weil ich in meinem Spiel schon alle habe. Hier ist es. Ich hab's. Hier in der Hütte war das. Hier hinter. Hier auf dem Holzding. Ey, dann hatte ich das tatsächlich schon. Na gut, egal, dann können wir weitermachen. Krass. Ja, ich wollte, wie gesagt, wenn ich in Bereichen bin, möchte ich mir die gerne auf 200% angucken. Und nicht jetzt irgendwas verbessern. Deswegen habe ich. Oha. Das habe ich nämlich jetzt ein bisschen geärgert. Ja, ist ja auch richtig so. Ist ja auch richtig. Ja, nachvollziehbar. Kenn ich. Mich hat das auch gewurmt, dass wir es nicht gefunden haben. Ja, aber lustig. Ja, alles gut. Ich war eher unterwegs raus. Lustig, dass wir beide ein Verschiedenes gesucht haben. Mhm. Trifft die Auserwählten. Wo ist unser Auto eigentlich? So, wir reisen kurz, immer mal kurz schnell reisen in die Nähe. Das Ding ist, ich habe noch 2 Kilometer Autofahrt jetzt noch. Wir müssen zum nächsten Außenposten gehen. So. So, haben wir sie so noch 500 Meter. Ha? Ich bin verschniebt, können wir keinen Heli spawnen. Das Munition kaufen. Hammer. Jetzt eskalier hier nicht, okay? So, ich habe meine Waffe ein bisschen verbessert. Was denn? Das war der Hauptgrund. Sein guter Hauptgrund. Was für eine Straße. Mhm. Oh, oh. Also Leute, don't drink and smoke, man merkt it. Ich komme nicht manchmal von der Stelle. Schon erledigt. Da ist noch einer. Wurde noch auf der Hand geworfen. Den erwischt? Nee. Ich auch nicht. Er ist immer noch da hinten. Ist er da hinten? Das ist jetzt gut. Die Leiche geplündert. Und da hinten ist danach. Oh, irgendwo hier ist auch noch ein Heli. Oh, was ist nur los? Leute, Far Cry eskaliert mal wieder. Da hinten ist eine Vorgaslieferung. Sehr gut. Wunderbar. Hier drin liegt auch ein Rucksack. Irgendwo hier sind Bienen. Ach, hier. Wunderbar.
Ich höre irgendwas. Ein Tier oder so. Ja, da hinten ist ein Bär am Start. Da. Ja. Oder tot, oder? Level 3. Grüß die Bärenhaut. Du jagst immer Pity hinterher. Ja. Schmeißet vorne auf die Motorhaube, bindet ihn fest, wir haben Abendessen. Ich wollte nur die Herausforderung machen. Die habe ich jetzt gerade geholt. Oh ja, zwei Vorteilspunkte. Platt. Da der nächste. Da hab ich noch ausgeschaltet. Du hast jetzt immer das gekillt. Ja, leider habe ich ihn gekillt. Mal wieder. So. Ey, komm, für die Straßenverhältnisse fahre ich richtig gut. GPS versagt, wir müssen aussteigen, glaube ich. Wir müssen ja erst zu Fuß laufen. Mhm. Gott will es so. Na geil. Oh Gott. Da oben ist aber ein Kletterhaken. Fest. Ach jetzt. Oh nein, ich häng schon wieder. Hm. Hier gibt's keine Straße hoch. Ich muss klettern. Da gibt's bestimmt, sehen wir jetzt gleich, wenn wir oben sind, die total einfachen Fußweg oder. No. Autoweg, also Straße, Autoweg. Ja. Okay, Straße. Wie dem auch sei. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, wir machen mal hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Fuck by New Dawn. Und dann schauen wir mal und treffen wir uns mit den Auserwählten. Bis dann.